Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Unwahrheiten werden nicht wahrer, je öfter man sie wiederholt. Und die Vorgängerrede war also wirklich ein leuchtendes Beispiel für das, was heute hier stattgefunden hat, auch schon an anderer Stelle. Manches war reif für eine Theateraufführung. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf regeln wir nun auf Landesebene die Schuldenbremse. Im Grundgesetz steht sie bereits und gilt damit ausnahmslos für alle Länder. Bis spätestens 2020 muss Nordrhein-Westfalen seinen Haushalt ausgleichen. Und entgegen dem, was die Opposition hier immer vorgebracht, stehen wir sehr gut da. Wir werden die Schuldenbremse dauerhaft einhalten. Das Horrorszenario, was Sie am Beispiel von Berlin in Ihrem Entschließungsantrag aufmachen, zeugt von einem Kurzzeitgedächtnis. Die CDU ist dort nämlich 2016 aus der Regierungsverantwortung ausgeschieden und mitverantwortlich für den hinterlassenen Schuldenberg. Nunmehr wird investiert, wie jedes gute Unternehmen es auch machen würde, was am Markt bestehen möchte. Diese rot-grüne Landesregierung hat die Neuverschuldung seit Regierungsübernahme um 6,8 Milliarden Euro gesenkt und gleichzeitig die Investitionen in Kitas, in Bildung und in unsere Kommunen, zum Beispiel durch den Stärkungspakt, ausgebaut. Anders als der Bund, der die Belastungen durch Gesetzesänderungen an die Kommunen weiterreicht und somit auch zur höheren Verschuldung der Kommunen durch höhere Sozialausgaben beiträgt. Hören Sie doch bitte auf mit dem Märchen und Schlechtreden unseres Landes. Erstmals seit 43 Jahren ist es gelungen, dass NRW einen Überschuss von 200 Millionen Euro erwirtschaftet und Schulden zurückgezahlt hat, anstatt neue aufzunehmen. Das haben wir auch den Einsparungen zu verdanken, die diese Landesregierung getätigt hat. 150 Millionen Euro durch die Umstellung von Förderprogrammen auf Darlehen, 50 Millionen Euro im Bereich der Landesgesellschaften und 10 Millionen Euro durch die Fusion der Oberfinanzdirektionen macht zusammen 200 Millionen Euro. Wir Grüne befürworten diese einfach gesetzliche Regelung der Schuldenbremse. Ihre Aufnahme in die Verfassung ist ja auch nur gescheitert, weil die Opposition sich nicht mit uns auf ein Gesamtpaket in der Verfassungskommission einigen konnte. Das haben wir heute ja schon zigmal diskutiert und gehört. Daher müssen wir die Schuldenbremse nun durch ein einfaches Gesetz regeln, denn eine landesgesetzliche Regelung brauchen wir. Damit auch NRW die Spielräume, die die Schuldenbremse bietet, zum Wohle der Menschen nutzen kann, im Sinne einer nachhaltigen Haushaltspolitik und ganz einfach aus Gründen der Generationengerechtigkeit. Eine praxisnahe Schuldenbremse zu schaffen, die gegebenenfalls mit einfacher Mehrheit angepasst werden und Fehlentwicklungen noch korrigieren kann, das ist unser Ziel. Der Sachverständige Professor Gusi hat in der Anhörung, in der auch Sie zugegen waren, nochmal aufgeführt, dass der Gesetzesentwurf den rechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes entspricht, dass er verfassungspolitisch sinnvoll ist und kein Verfassungsvorbehalt besteht gegen eine einfach gesetzliche Regelung. Und dem kommen wir nun nach Ihrer Verweigerung in der Verfassungskommission. Die Finanzierungs- und Investitionstätigkeit des Staates darf man vielleicht einschränken, aber sie darf auf keinen Fall unmöglich gemacht werden. Auch nicht getätigte Investitionen sind ein Vermächtnis, das wir kommenden Generationen hinterlassen, genau wie ein übergroßer Schuldenberg. Artikel 115 Grundgesetz, der die zentrale Regelung der Schuldenbremse für den Bund enthält, liegt unserem Gesetzentwurf zugrunde. Deshalb ist in Artikel 1 zu § 18 Absatz 1 eine Regelung zur symmetrischen Berücksichtigung der Auswirkungen von ökonomischen Auf- und Abschwung enthalten, also eine konjunkturelle Komponente, wodurch antizyklische Kreditaufnahmen im Abschwung ermöglicht werden. Sichergestellt werden sie durch ein Kontrollkonto und einen festgeschriebenen konjunkturellen Tilgungsplan. Gut an der vorhandenen Regelung ist es, dass
auch ermöglicht wird, bei Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Notlagen sofort zu reagieren. Das sollte zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger in NRW für uns selbstverständlich sein. Ich komme zum Ende, Herr Präsident. In unserem Änderungsantrag haben wir nun auch noch die Anregungen der Sachverständigen der Opposition aufgenommen, indem wir den Schwellenwert des Kontrollkontos auf 1% abgesenkt haben und als Grundlage unmissverständlich das Bruttoinlandsprodukt NRW benennen. Darüber hinaus haben wir die Rechte des Landtags gestärkt. Ja, das sollte eigentlich auch auf Ihre Zustimmung stoßen können. Ihren Entschließungsantrag können wir uns nicht anschließen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Sentis.